Hey Leute und willkommen zu meiner allerersten Zeichnung von 2016. Jo, wie ich eigentlich schon in den letzten Episoden mal so angeteasert habe, oder eigentlich ist es jetzt schon die erste Folge des angeteasten Projektes, will ich diese Kalenderzeichnungen mal einbringen, die Drawing Like a Sir oder auch Marcel schon öfters mal gemacht hat, also ein Jahr mal gemacht hat. Zwar kommen jetzt wieder die ganzen Leute, bäh, das ist von denen und denen nachgemacht und die Leute werden die einfach blockieren, darauf habe ich keinen Bock. Einfach mal so aus Spaß und Fun mache ich das. Erstens, ich klaue ja auch nicht seine Themen oder sowas generell. Ich rede über das, was ich hier gerade von mir gebe und außerdem habe ich mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, über was ich reden könnte. Und ja, ich hoffe, ihr begleitet mich und ja, genauso möchte ich keine Kommentare sehen, bäh, das Video ist zu lang oder sowas. Es ist einfach nur Spaß. Kommen wir einfach erstmal zur Zeichnung generell. Das, ihr werdet wahrscheinlich noch irgendwo ganz, ganz weit am Anfang sein, aber ich muss schon im Vorderein sagen, naja, es hätte schöner sein können. Ich bin ein bisschen faul, ihr wisst es ja, habe ich schon ganz oft gesagt. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass es nicht so enden wird, wenn ich meinen eigenen Manga mache, dass ich so unkreativ bin für manche Sachen. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen besser geworden mit dem G-Pen, aber bin immer noch nicht der absolute Profi mit G-Pen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich alles aufgenommen habe von Schritt Zeichnung oder gleich vom Inking her. Das muss ich gleich nochmal gucken, aber das mache ich erst später in der Bearbeitung. Ja, die Zeichnung generell hätte sauberer sein können, aber ich bin eigentlich zufrieden mit der allerersten Zeichnung. Ich bin zufrieden mit der ersten Zeichnung von 2016. Entschuldigung, ich muss kurz husten. Was ist mit der Planung angeht von dem Manga her? Vom Manga her würde ich sagen, es ist sehr harte Arbeit. Denn erstens, ich muss erstmal Anatomie können, lernen. Ich muss es erstmal studieren, Anatomie. Oh, ich bin so schlecht da drin. Deswegen versuche ich jetzt nicht nur Gesichter zu zeichnen, jetzt versuche ich auch Posen zu zeichnen für die Charaktere. Ich versuche meinen eigenen Charakter mehr Leben in ihre Charaktere reinzuwickeln, in ihren Zeichenstil und alles. Und ja, ich versuche ein bisschen mehr mit den G-Pen zu zeichnen. Und sobald ich das alles habe, fange ich an mit den Charakteren entwickeln. Okay, das habe ich zwar schon, dann mit der Story entwickeln. Und dann denke ich, ich hoffe einfach mal, dass ich Ende dieses Jahres fertig sein könnte. Und zum Thema den Adventskalender veröffentlichen, werde ich nicht natürlich. Denn so eine Zeichnung will keiner haben. Oder, nee, da will keiner haben. Das ist nicht cool. Das ist wirklich nicht cool, glaube ich. Ich möchte das auch gar nicht erst weiter nachdenken, dieses zu veröffentlichen. Das sieht einfach nicht gut aus und das Original sieht auch nicht gerade das Wunderschönste aus. Und ja, das ist eigentlich, ich sollte weniger und ja sagen, tut mir leid, mein Commentary ist ein bisschen im Arsch. Ich habe sau lange nicht mehr ohne, ich habe sau lange ohne Skript mehr gesprochen. Sau lange nicht mehr ohne Skript gesprochen und das finde ich eigentlich einigermaßen scheiße und deswegen verzeiht mir, falls dieses erste Commentary 2016 ein bisschen crappiger rüberkommt, aber ich werde mich natürlich dieses ganze Jahr lang bessern und versuchen alles, was ich habe, daraus zu holen, also verzeiht mir jetzt schon mal, aber 4 Minuten gelabert. Noch nicht mal zum Anfang des Videos gekommen. Jo. Ich zeichne ja, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, was ist Gintama. Ich habe Gintama noch nicht geguckt, also erwarte nicht, dass ich irgendwas über den Anime erzähle, denn, oder den Manga erzähle, denn ich habe ihn noch nicht geschaut. Sorry. Dann habe ich mir den Stichpunkt aufgeschrieben, was ich mir so vornehme für 2016. Vornehmen tue ich mir eigentlich generell nichts, denn ja, wenn man sich das vornimmt, wird man das eigentlich eh nie einhalten. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, die Qualität von Videos einfach um enorm zu verbessern, die Commentaries besser zu machen, die Videoschnitte da ein bisschen besser zu machen und ja und ja. Dann würde ich auf jeden Fall auch den Manga machen, was natürlich auch seine Arbeit und seine Zeit kostet, dann da kann man vielleicht nicht andere Projekte machen. Und ich versuche auch fast vielleicht mal so in 4 Wochen, also 4 Videos im Monat Rhythmus reinzubekommen, so dass ihr ein bisschen mehr habt und ich euch ein bisschen
von mir an euch weiter zurückgeben kann, denn ich bin euch gerade so dankbar, was ihr euch überhaupt alles in den letzten Tagen, Wochen für mich gemacht habt. Es ist so krass, enorm und ich mag es nur dafür. Und ja, jetzt habe ich 6 Minuten gefaselt und fangen wir einfach mal an. Und ja, was ist eigentlich mit mir und dem Zeichnen? Ich zeichne ja generell sehr wenig, da erstens vielleicht, die Zeit fehlt eh nicht, die verbringe ich vom PC, da schreibe ich Skripts, da schreibe ich mir Ideen auf, da schreibe ich mit Tulla oder mit anderen Leuten über Skype, da labere ich im TS mit anderen Leuten, da zocke ich mit anderen Leuten und hin und wieder, hin und her, und da habe ich keinen Bock, in meinen Arbeitsraum zu gehen oder zu zeichnen. Ich habe auch keine Ahnung, warum, oder auch hin und wieder schaue ich mein Anime, aber das kann ich genauso gut in einen anderen Raum gucken, aber das gucke ich dann nebenbei mit dem Zeichner, aber das muss dann natürlich egal. Auf jeden Fall deutsche Synchronisation. Ansonsten ist es, geht nicht. Kann man sich nicht konzentrieren beim Zeichnen. Hin und her, hin und wieder gucke ich mir mal die ganzen Let's Draws von Drawing Like a Sir an, zum Beispiel, oder irgendwelche anderen Commentaries, Commentaries kommen immer sehr gut an. Also bei mir, beim Zeichnen, kann ich immer meine Kreativität, da wird mir nicht so sehr langweilig. Und ja, was macht ihr da so, wenn ihr zeichnet? Es gibt ja sicherlich sau viele Leute auf meinem Kanal, die zeichnen, vielleicht zeichnen die auch gar nicht mehr so viel, aber eigentlich sollten einige von euch dabei sein, die auch zeichnen, und ihr wisst es auch, beim Musik hören oder ich weiß nicht, guckt ihr irgendwas anderes, guckt ihr meine Videos zum Beispiel, wäre ja auch cool, wenn ihr meine Videos zum Beispiel guckt und dabei sich so anhört, und ja, das Video sehe ich schon sehr lang werden, denn ich habe mir so viele Punkte aufgeschrieben, die ich mit euch besprechen möchte. Oh Gott, das wird so ein ganzes Jahresrückblicksvideo. Und ich hoffe einfach mal, dass es euch nicht so egal ist. Seht es einfach als so eine Art Podcast an oder einfach als Commentary an, dass ich euch einfach so zeige, halt ohne Game im Hintergrund, sondern einfach nur eine Zeichnung. Ich weiß nicht, ob jetzt viele von euch schon kennen, aber ja. Drawing Like a Sir macht die Commentaries zwar besser, aber ich habe aus Erfahrung in meinen Kommentaren auch schon gelesen, ja, einige mögen auch mein Commentary, einige mögen meine Stimme, einige mögen einfach mein generell mich, und einige wollen auch meine Zeichnungen sehen, obwohl die Zeichnungen, also die Koloration ab und zu mal ein bisschen daneben ist, aber kann man auch nichts dagegen tun. Ja, was ich versuche, ja, wie gesagt, mehr Videos auf meinen Kanal zu bringen. Dazu zählen Tutorials, Materialvideos, was ich für Equipment nutze, wie ich meine Videos bearbeite, vielleicht auch irgendwann mal Roomtour. Ich weiß nicht, ob ich das auf den Kanal gemacht habe. Ich glaube, ja, die Roomtour habe ich schon gemacht. Und generell, das wird alles so in der Laufe der Zeit der Wochen mehr kommen, mehr Tutorials, vielleicht hin und wieder mal ein paar mehr Let's Draws und so weiter und so fort. Auf jeden Fall so Posen, die ich ein bisschen trainiere, also ein bisschen Anatomiezeichnungen auch, also Charaktere, die ich ein bisschen mit Übung zusammentue, so wie ich Hände zeichnen versuche zu üben, noch ein bisschen besser, denn naja. Ich bin selber erfreut, dass die Hände einigermaßen gut aussehen, aber kann man ja besser machen. Und zu den Tutorials her, da werde ich euch einfach mal so ein bisschen beibringen, wie ich angefangen habe zu zeichnen, Schritt für Schritt, halt Anleitung, halt ein Tutorial. Ihr wisst, was ein Tutorial ist, oder? Sonst hättet ihr meinen Kanal nicht gefunden. Okay, ich weiß, dass ganz viele dazugekommen sind. Ja, ganz viele. Ich meine wirklich viele. In letzter Zeit, das finde ich extrem cool. Ich finde es einfach nur richtig cool, wie aktiv, also ja, aktiv kann ich auch schon sagen. Ihr seid ziemlich gut aktiv. Das freut mich. Ich liebe natürlich Kommentare. Kommentare ist das ein und alles für meinen Kanal, denn ohne Kommentare würde ich nicht hier sitzen und würde vielleicht auch nicht mehr zeichnen, obwohl zeichnen würde ich auch so tun, aber
Ich weiß doch früher so, wo ich damit so 15 Abonnenten rumgelaufen bin. Oh, das war auch so eine geschillte Zeit vor einem Jahr oder jetzt schon fast vor 2 Jahren. Ja, das war so eine coole Zeit. Oh ja, das war das Nostalgie. Nostalgie zurück, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sorry, meine Aussprache ist ja auch hin und wieder mal ein bisschen grausam. Auf jeden Fall finde ich es mega cool, wie viele zur Zeit dazugekommen sind. Wir haben schon fast die 400 geknackt. Und bei den 400 habe ich mir ja vorgenommen, ein Zeichenturnier zu machen. Ich weiß nicht, ob so viele wegen einem Zeichenturnier dazugekommen seid. Falls ja und mir gerade zuhören, schreibt es mir mal in die Kommentare. Kommentare. Ja, schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ja, das würde mich übelst freuen. Natürlich würde mich auch freuen, falls ihr das dann mitmachen würdet. Ich plane das. Es fehlen ja, glaube ich, nur noch 9, wo ich dieses Video hier aufnehme. Und das ist an demselben Tag, wo diese Zeichnung auch zu Ende gewesen ist. Also am 8.01.2016. Und dann hoffe ich einfach mal, dass ich dann demnächst dann auch so die 400? Ich glaube, da habe ich erst die 400 geknackt. Auf jeden Fall die 400 knacke und dann auf jeden Fall weiterziehe und mit meinem Anime-Kanal mithalten kann. Ich finde es auch die Zuschauerquote zurzeit ziemlich krass, dass auf einmal 52% weibliche Zuschauer zugucken. Das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie in einem Monat mehr weibliche Zuschauer als männliche. Das hatte ich noch nie. Das ist übelst cool. Vor allem mich zumindest. Weil ich das halt noch nie hatte. Und gleich zu 2016 haben die es einfach geknackt. Ihr seid einfach die Besten. Und ja, ich finde generell die Aufrufe unter dem letzten Video, das war ja meine Zeichnung von 2015. Ja, sind jetzt, glaube ich, mittlerweile auch schon 500, vielleicht sogar schon fast 600 Aufrufe. Und ja, das läuft eigentlich übelst gut bei so einem Video. Ich hoffe, dass andere Videos vielleicht auch mal so viele Aufrufe bekommen. Aber ich möchte nicht so hochstellen. Aber mein Anime-Kanal macht ja auch ungefähr pro Video 100 Views und das ist auch ausreichend für den Anfang. Ich möchte natürlich das nicht machen wegen den Views, sondern eigentlich nur wegen den Spaß, denn das macht mir unglaublich viel Spaß, mit euch hier zu labern. Oder eher gesagt, dass ich labere und ihr mir zuhört und ah, oh, das ist einfach nur so cool. Ihr sitzt hier vorm Mikro, guckt meine Tonspur an und wer liest dann in den Kommentaren so, ah, das war okay und du, dies, das und so. Und das ist einfach so cool. Deswegen mag ich YouTube generell auch. Ich bin ja zwar jetzt kein YouTuber, ich bin eigentlich eher so ein Anituber. Also auf meinem Anime-Kanal bin ich ja Anituber, auf dem Zeichenkanal, keine Ahnung, wie man diese YouTuber nennt. Aber ich bin eigentlich kein YouTuber auf dem Kanal. Ich bin doch ziemlich klein und ja, deswegen. Ich bin noch ziemlich klein auf dem Kanal und je mehr Zuschauer, desto cooler wär's. Vielleicht habe ich irgendwann mal 2016 die 1000 Abonnenten. Das würde mich übelst abfeiern, aber das denke ich nicht, dass ich die 1000 Abonnenten dieses Jahr erreichen werde. Denke ich nicht. Auf meinem Anime-Kanal wahrscheinlich schon, weil auf meinem Anime-Kanal werde ich vielleicht auch sogar die 2000 oder 3000 knacken. Das wird zumindest so episch. Ja. Wieso, also manche Leute schreiben mir in die Kommentare, wieso meine Videos so lang sind. Ja, keine Ahnung. Schaut euch einfach diese Videos nicht an. Oder guckt gar nicht erst auf meinen Kanal vorbei, denn ich mag es, mit euch zu reden. Ich mag es mal wieder mit euch ein bisschen zu kommunizieren. Mann, das ist schon wieder kein deutsches Wort, was ich da ausgesprochen habe. Deswegen, Entschuldigung. Ja, ich mag lange Videos, ich gucke gerne lange Videos, ich gucke alles gerne, was lang ist, außer Let's Plays vielleicht. Let's Plays gucke ich gar nicht mehr so zur Zeit, das finde ich einfach nur langweilig. Und ja, ich gucke ganz gerne mal diese ganzen Anime-Top-Listen von Leuten. Ich schaue ganz gerne mal so Zeichenvideos von anderen Leuten, so von Speeddrawing her bis zu Commentaries und etc. Ich gucke auch ganz viele englische und ganz viele. Warte, japanisch. Ne, japanische YouTubers schaue ich, glaube ich, nur 3 Stück oder sowas. Aber egal, werde ich eh nicht verstehen. Jetzt japanisch, das wird auch irgendwann mal kommen, dass ich das auch mal verstehen werde. Aber naja, durch Anime kann man das nicht so wirklich gut lernen. Hoffe ich zumindest. Wenn ich da falsch liege, korrigiert mich mal in den Kommentaren. Oh ja. Zum Beispiel zum Thema, dass die Videos so lang werden. Es sind gerade 15 Minuten.
wahrscheinlich für das Video noch ein paar Minuten länger gehen als 15 Minuten. Vorgesehen waren ja für ein Commentary ca. 15 Minuten bis 30. Ich weiß nicht, ob ich das mal übertoppe oder sowas, denn ja, es ist einfach nur cool, mit euch zu labern. Wahrscheinlich wird das Video dann 2 GB, nee, mehr, 20 GB groß sein und das Hochladen wird mir wieder Spaß bereiten, aber egal, ich möchte einfach nur mit euch reden und ihr könnt mir natürlich Zeichenwünsche in die Kommentare schreiben, die ich zeichnen kann. So, vor allem für die Kalenderzeichnungen würde ich super gerne so Charaktere haben und um damit halt zu zeichnen, um so weiter und so fort. Das ist einfach nur angenehmer. Ihr wisst, was ich meine vielleicht? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr zeichnet und auch Videos darüber macht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass auf jeden Fall einige von euch auch Zeichenvideos produzieren. Jetzt schreie ich schon wieder gegen mein Mikro, Entschuldigung. Auf jeden Fall, ich weiß, dass einige von euch Zeichenvideos produzieren. Ich weiß auch einige Leute, die mich auch so anschreiben und alles. Die Papo, unterstützt mich mal bitte ein bisschen oder sowas. Ja, was soll ich da machen? Ich bin selber klein, da kann ich niemanden unterstützen. Ja, was soll ich dagegen tun? Oder Gaming-YouTuber oder sowas. Das sind zwei verschiedene Genres. Ich bin Zeichner, du bist Gamer. Also, ich bin auch ein Gamer übrigens, aber du bist Zeichner und du machst Gaming auf dem YouTube-Kanal. Ich mache Zeichnen. Und was sollen meine Zuschauer mit Gaming anfangen? Okay, vielleicht einige schon was, aber mit Anime können zum Beispiel viele was anfangen, wahrscheinlich. Oder manche sind nur wegen realistischen Zeichnungen hier auf meinem Kanal. Was eigentlich sehr komisch sein sollte, weil ich noch nie was Realistisches gezeichnet habe auf dem Kanal. Oh Gott, ich rede mir schon wieder meinen Mund faselig und so, Mann, ey. Ja, zum Beispiel, ich rede so in scheiß Dreck hier in den Videos, dass diese Videos einfach so unfassbar lang gestreckt werden. Natürlich wird es nach der Bearbeitung etwas kürzer sein, aber ich wette, mindestens 17 Minuten haben wir bis jetzt eh schon. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Auf jeden Fall habe ich zurzeit so eine Person in meinen Kommentaren gehabt, die so gesagt hat, das ist von Roderick so alles geklaut, mach doch mal was selber, oh, das sieht hässlich aus und so, die Papo, das sei eigentlich ganz normaler Hate, das sollte man einfach ganz normal mit umgehen, einfach blockieren, einfach ignorieren und ja, und am Ende, ja, hat er so in die Kommentare geschrieben, es tut mir leid, ja, okay, es tut ihm leid. Warum? Keine Ahnung. Es ist seine Meinung. Meine Meinung ist was anderes. Aber auf jeden Fall haben wir dann so ein bisschen weiter geschrieben gehabt. Dann hat er auf einmal angefangen, so halt, dass ich seine Videos gucken soll, dass er mir zeigt, dass er viel, 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 viel mehr besser zeichnen kann als ich. Und ich habe mir dieses Video angeguckt. Da sehe ich nicht viele Sachen, die besser sind als meine. Sie sehen genauso hässlich aus. Mann. Und er sagt, oh, er kann mit denen und wem mithalten. Und ich so, okay. Aber ich mache jetzt einfach keine Zeichner runter. Deswegen nenne ich auch keine Namen. Und dann hat er im Endeffekt noch geschrieben, ich abonniere dich, wenn du mich abonnierst. Und er hat gesagt, like bitte dieses Video. Ich so, habe einfach nicht drauf geantwortet. Habe einfach nur blockiert und einfach ihn weggelassen. Und ja, so mache ich das mit den Leuten, die Werbung machen und mich beleidigen wollen. In Anführungszeichen wollen. Ja, jetzt sind wir auch schon mit den Hate-Punkts los weg und fangen wir mit dem nächsten Punkt an. Mal erwähnen, dass ich Kommentare liebe. Okay, ich erwähne nochmal an dieser Stelle, ich liebe Kommentare. Schreibt und kommentiert so viel ihr wollt. Natürlich dürft ihr auch spammen. Ich lese alle Kommentare, auf einige antworte ich sogar auch. In einigen Kommentaren
nehme ich euch auch bei den Videos mit rein. Das ist auch immer cool, bei ein paar Leute oder ein paar Zuschauer in die Videos mit reinzunehmen, also Kommentare her und so vorzulesen und einfach nur mal ein bisschen bereden. Das mag ich auch super gerne. Ihr könnt mir auch ruhig mal Themenvorschläge in die Kommentare schreiben, die ich so in den Zeichentrickvideos bereden könnte, dass ich einfach halt nicht nur über den Anime rede, weil ich über den Anime keinen Plan habe, über den Manga noch weniger und ich weiß nur, dass dieser Anime ganz viele andere Anime parodiert. Das weiß ich. Ja, das weiß ich. Das habe ich auch mitbekommen. Und deswegen will ich den Anime einfach anfangen. Ich habe keine Ahnung, was mich von Gitama erwarten wird. Aber ich hoffe einfach mal, dass es sehr viel wird. Oh, habe ich euch eigentlich schon mal gesagt, dass Kronk super coole Videos macht. Eigentlich vom Mensch her ist er der coolste YouTuber, den ich jemals gesehen habe. Seine Commentaries sind so cool und genial, dass ich sie einfach nur liebe. Ich liebe sie. Oh ja, Kronk labert einfach so mal 3 Stunden irgendwas in sein Video über seinen Let's Rush in 2016. Und dieses Video habe ich angefangen, zurzeit habe ich gestern angefangen und jetzt bin ich, glaube ich, bei 2 Stunden irgendwas. Und ja, oh, einfach nur cool, wie er seine Commentaries macht, wie er sich auf die Lagen verhält. Ich finde auch zum Beispiel, dass YouTube eigentlich sich vielleicht ein bisschen weiter ins Fernsehen bewegt, ein bisschen asiger wird und alles. Aber da möchte ich nicht mitziehen. Ich möchte nicht mit Asi-Leuten genannt werden, weißt du? Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte einfach nur nicht mit den Leuten, das sind abgehobene Product-Placement-Leute und Fernsehleute, die machen so viel Werbung rein. In meinen Zeichenvideos mache ich höchstens 3-mal Werbung rein. Vielleicht, ja, kommt auf der Länge an. Vielleicht mache ich auch mal 4-mal Werbung rein, wenn das Video über 1 Stunde geht oder sowas. Das hoffe ich einfach mal nicht, dass ein Video mal über 1 Stunde geht. Oh, das denke ich mir nicht bei meinen Commentaries, die sind nämlich immer so kurz gehalten auf 47, auf 30 bis 40 Minuten und weiter runter natürlich, denn ich glaube, das wird mit einer meiner längsten Commentaries, vor allem, weil ich auch noch so viel zum Loswerden habe. Okay, ich habe noch 3 Punkte aufgeschrieben und dann werde ich noch ein bisschen über die Zeichnung reden, da die Zeichnung jetzt schon mindestens angefangen hat mit der Koloration. Ich weiß nicht, vielleicht. Ja, auf jeden Fall genug Videomaterial habe ich. Ich kann, glaube ich, 4 Stunden labern oder sowas, denn ja, so viel Videomaterial habe ich. Ich habe keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich aufnehmen will, habe ich eine verstopfte Nase. Ich habe keine Ahnung. Aber das kommt jedes Mal nur, wenn ich vor dem Mikro sitze. Ich weiß nicht. Kommt das davon, dass ich hier, keine Ahnung, im T-Shirt rumsitze oder sowas? Keine Ahnung. Kann auf dem T-Shirt rumsitzen sein. Ich weiß nicht, trinkt ihr nebenbei so einen Kakao, wenn ihr meine Videos guckt, oder einen Tee, und keine Ahnung, was ihr bevorzugt, oder einen Kaffee, keine Ahnung. Ich trinke natürlich lieber Kakao oder Tee. Kaffee mag ich nicht so, das ist nicht mein Lieblingsgetränk. Aber was bevorzugt ihr so? Ich bevorzuge Kakao immer so gern, weil es so Zeichenvideos oder sowas. Gucke ich das immer gerne und trinke dabei einen Kakao oder beim Zeichnen generell auch. Obwohl das ab und zu mal daneben gehen könnte, wenn ich kleckere, aber hoffe ich einfach mal, dass es niemals passieren wird. Obwohl, irgendwann wird es passieren, weil ich es gerade gesagt habe. Hoffe ich einfach mal, dass es nicht beim nächsten Mal ist. Oh Mann, beim nächsten Zeichenvideo so BAM. Ich hatte mir auch so mal so gedacht, ich sollte mal zu den Anime was zeichnen, die ich gerade schaue, zum Beispiel aktiv. Ich schaue zurzeit Code Geass, habe ich zu Ende geguckt. Code Geass, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall, Code Geass habe ich vor kurzem zu Ende geschaut. Da könnte ich vielleicht auch Lelouch zeichnen oder ich weiß ja immer noch nicht die ganzen Namen. Kuguri, Kugare, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Auf jeden Fall weiß ich, wen ich meine, falls ihr den Anime geschaut habt, dann wisst ihr, wen ich meine. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Manga davon? Ich denke, ja, zu jedem Anime gibt es meistens einen Manga oder ein Spiel halt. Aber ich denke, dazu gibt es einen Manga. Ich muss mal auf Proxer gucken oder sowas. Dann, ja, Proxer ist so meine Seite, wo ich so nachgucke. Gibt es den Anime schon auf Deutsch? Kann man den Anime kaufen und etc. Da gucke ich das immer so nach. Und ja, wie macht man das sonst, wenn man legal Anime schauen will?
Was als Rouge von Gronkh war eigentlich sehr entspannt zuzuhören bis jetzt. Ich muss mir immer noch die paar Minuten geben, aber es ist eigentlich sehr schönes Rückblick gewesen. Ich werde aber niemals in 3 Stunden Commentary auf meinen Kanal hochladen. Ihr seht schon in der Zukunft, 2020, 10 Stunden Commentary. Ich sehe schon. Ah, das wird zu episch, aber das wird sie keiner 10 Stunden angucken, oder? Okay, den Livestream von Spooky oder den Ninja Spooky habe ich mir auch ein paar Stunden angeguckt. Ja gut, das war eine Aufnahme, das, ich glaube, das Projekt ging 8 Stunden oder sowas. Ich habe das Projekt da reingezogen. Boah, das war so episch. Das habe ich immer so abgeteilt, alles. Ich gucke so 2 Stunden am Tag, dann gucke ich Anime, dann Walking Dead und alles andere, was ich da zur Zeit gucke. Zur Zeit gucke ich immer noch The Walking Dead. Ich muss mal langsam wieder anfangen. Ja. Ich muss so viele Sachen machen. Ich komme einfach nur nicht zum Zeichnen. Die Manga muss ich auch noch machen. Oh Mann. Das wird eine ziemlich stressige Zeit. Und das Zeichnen-Turnier muss ich auch noch irgendwie planen. Aber da würde ich schon irgendwie was finden. Und vielleicht gibt es sogar auch irgendwas zu gewinnen. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwas zu gewinnen. Weiß ich aber noch nicht. Aber freut euch einfach drauf. Vielleicht irgendwas Kleines. Ich bin noch nicht in der Zukunft angekommen. Ich bin gerade im Jetzt. Und vielleicht nachher noch meine Vergangenheit. Mann, ey. Erwähne, dass ich neue mache. Also, mein Deutsch, ey. Ich schreibe so auf, erwähne, was du einen neuen Kanal machen willst. Ich plane nämlich einen neuen Kanal zu machen, wo ich so kurz Videos mache, wo ich so kurz Commentaries mache. Vielleicht wissen das so manche wie Thaddäus. Thaddäus kennt das mal, vielleicht welche von euch. Thaddäus, den Kanal, den Anime-Kanal. Hat ja auch so einen Zweitkanal gemacht. Thaddäus mit Z. Und ja, da macht er auch diese komischen Animationsvideo, wo er so eine Lebensgeschichte von sich erzählt und sowas würde ich auch super gerne auf einen Exklusivkanal machen, denn es passt weder zum Zeichnen und es passt weder zu Anime. Deswegen lohnt sich es einfach nur einen anderen Kanal zu machen. Vielleicht wird da nicht regelmäßig was kommen, aber hin und wieder wird da auch was kommen, nicht so wie auf meinem Gaming-Kanal, den ich so weit angekündigt habe, denn Gaming ist einfach nichts mehr für mich. Gaming, nee. Da habe ich einfach keinen Spaß mehr dran. Obwohl, eigentlich habe ich schon Spaß daran. Nur das Bearbeiten macht mir keinen Spaß. Ah, das ist einfach nur so eine Quälerei. Keine Ahnung, vielleicht habe ich wieder nächstes Jahr oder sogar dieses Jahr schon wieder. Entschuldigung, da war der Popschuss. Vielleicht dieses Jahr sogar schon wieder Lust auf Gaming oder sowas. Aber auf Anime und Zeichnen, das werde ich versuchen durchzuziehen, bis ich YouTube aufhöre. Ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht aufhört. Ich muss auch noch so viele Sachen machen dieses Jahr. Ich muss auch diese Kalenderzeichnungen fertig bekommen, Alter. Und ja, für manche, die dieses Gewinnspiel Zeichen-Dingsbums gesehen haben. Ja, ihr wisst, ich bin faul. Ja. Und ich hatte die Gewinner gelöscht. Deswegen tut mir leid. Aber es gibt ja immer noch irgendwann die Chance. Ja, ich bin immer so vergesse ich im Wegwerfen von Dateien. Ich habe keine Ahnung, wie es bei euch ist. Ich habe auf jeden Fall das Problem, dass ich zu viele Dateien auf dem Desktop habe und dann aus Versehen irgendwas lösche. Also von der Festplatte ganz weglösche, auch von Papierkorb weglösche her. Und es nie wieder bekommen kann. Vielleicht gibt es irgendwie die Gelegenheit, dass Videos bekommen, aber darauf habe ich auch speziell keine Lust. Das mache ich irgendwann nochmal. Vielleicht mache ich das für die Gewinner des Zeichenwettbewerbs, obwohl die wahrscheinlich eh 10.000 Mal besser zeichnen können als ich. Wahrscheinlich so 100% werden die besser zeichnen als ich. Ja, wahrscheinlich so 100%. Mindestens, Minimum werden die 100 Mal besser zeichnen als ich. Wo? 2015 war ein erfolgreiches und cooles Jahr. Wenn ich so zurückblicke, habe ich ziemlich viele coole Leute kennengelernt. Sei es Tulla, sei es auch Kurenu. Ich habe Kurenu getroffen. Heißt Isam. Thaddäus habe ich auch getroffen. Plex, Kimare, Animanisch. Wen gibt es da noch? Squirnatic, Animatrix. Und so weiter und so fort. Die habe ich alle getroffen. Und es war einfach nur so cool, euch gesehen zu haben, falls ihr dieses Video jemals schauen werdet. Bisschen wird es eh nicht schon dafür. Habt ihr, glaube ich, eh viel zu wenig Zeit.
Und den Ninja Spooky konnte ich treffen 2000, in Sommerferien auf der Gamescom und ja, auf der Leipziger Buchmesse ist ja zuerst. Auf der Leipziger Buchmesse werde ich auf jeden Fall auch sein. Die Leute, die mich wegen der Leipziger Buchmesse abonniert haben. Link ist in der Videobeschreibung, wo ihr diesen Vlog dann sehen könnt, wo ich den Vlog dann hochlade. Denn das lade ich dann auf meinen Anime-Kanal hoch. Für was hat man einen Anime-Kanal, wenn man auf eine Anime-Con geht? Vorher hatte ich ja nicht so wirklich den Anime-Kanal, da hatte ich einen Strike zu der Zeit und dann hatte ich einfach null Bock auf Anime-Videos, auf alles, pipapo. Und jetzt habe ich so mega Bock da drauf und genauso Bock auf Zeichenkanal zu zeigen. Ich sag mir immer so, bevor ich so einen Kommentar aufnehme, kein Bock auf diese Sache. Warum? Oh, und dann, sobald ich mit drin bin, dann fange ich auf einmal so an zu labern und dann ziehe ich dieses Video einfach so Unmengen von Längen weiter an. Wahrscheinlich hat das Video jetzt auch mittlerweile schon die halbe Stunde erreicht und ich soll jetzt auch langsam mal zu Ende kommen. Ich möchte mich herzlich dafür bedanken, dass ihr so aktiv seid und ich möchte mich dafür bedanken für alle, die mich bis hierhin unterstützt haben. Ihr seid die Besten. Ihr seid einfach nur die besten Leute. Die Leute, die ständig Kommentare schreiben, meine Videos positiv bewerten und auch abonnieren. Ihr seid einfach nur die coolsten und auch meine Videos schauen. Ihr seid einfach nur die coolen Leute von meinem Kanal. Zwar gibt es hin und wieder auch negative Leute, aber ihr seid eigentlich die coolen Leute von meinem Kanal. Und das mag ich auch. Und das ist fast schon das Feeling von meinem Anime-Kanal. Auf meinem Anime-Kanal werden natürlich nicht so lange Videos kommen, hoffe ich mal zumindest. Aber die Videos ziehe ich da auch schon etwas länger, denn ich merke es auch an den Aufrufen und so. Wenn ich das mit Zulla vergleiche, sein Gewinnspiel hat viel mehr Aufrufe als meins, ungefähr 400 Aufrufe mehr. Und ja, das ist einfach so ein enormer Unterschied. Egal, ich mag lange Videos. Ich hoffe, dass einige von euch auch lange Videos mögen. Jetzt phase ich schon wieder so viel rum. Ich möchte mich auch für die Leute bedanken, die mich in Zukunft unterstützen werden und auch in Zukunft treffen werden. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Schreibt mir mal Fragen oder Themenvorschläge in die Kommentare. Das habe ich, glaube ich, schon mal am Anfang oder mittendrin irgendwann im Video gesagt. Ihr könnt mir das mal in die Kommentare schreiben. Dann könnte ich mehr mit euch kommentieren, mehr mit euch labern, mehr mit euch unterhalten, etc. Und ja, mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer ich hoffe, ihr seid sehr gut ins Jahr 2016 reingekommen. Das hätte ich eigentlich am Anfang sagen müssen, aber tut mir leid. Hatte ich total verdrängt, dass wir ja schon ein neues Jahr haben. Zurzeit fühlt sich das eher so an wie September oder Oktober. Die Zeit, wo ich gerade bin, das ist auf jeden Fall noch nicht die Zeit für ein Neujahr. Ich bin noch nicht in Dezember angekommen. Obwohl, es hat geschneit. Es schneit. Okay, es liegt Schnee draußen. Es kommt schon langsam hin zum Dezember. Vielleicht ist es auch schon November oder sowas. Aber Dezember ist es auf jeden Fall. Ja, es fühlt sich so an wie Dezember. Januar kommt auch langsam. Und ja, meine Qualität der Videos könnte sich nochmal verbessern, da ich eine neue Kamera mir besorgt habe und die am Montag oder Dienstag da ist. Und ja, ich merke jetzt gerade erst, es ist Freitag. Ich habe frei und setze mich gerade extra mit euch hier hin, erzähle ja fast 35 Minuten über irgendeinen Scheiß. Und es gefällt mir. Das macht einfach nur Fun. Aber dieses Zeichnen, das ist so anstrengend, das schaffe ich nicht, das ist voll dumm. Ich setze mich da so hin, kein Bock mehr weiter zu zeichnen. Zum Beispiel nach dem Tuschen, da ich meistens keinen Bock mehr weiter zu zeichnen, mache ich das so, zwinge ich mich jetzt weiter zu zeichnen, denn ich möchte doch auch mal wieder was für euch produzieren. Auf jeden Fall ist es mega cool von euch, dass ihr mich bis hierhin unterstützt habt. Und ich sage einfach mal, ich muss mal langsam zu Ende kommen, echt jetzt. Ich guck mal ganz kurz auf Twitter, toller Folge. Lol. Zurzeit folgen mir voll viele Leute, ey, die so Follow for Follow machen. Nee, die macht wahrscheinlich noch nicht mal Follow for Follow. Das ist sogar ein Deutscher. Okay. Ah, das ist gar nicht meine Timeline.
Tulla fragt zum Beispiel, wie finde ich Hunter x Hunter von einer Bewertung von 1 bis 10? Hunter x Hunter ist gut. Und das war auch das Ende vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir für die Leute, die nicht so lange Videos sehen wollen. Dafür gibt es ja immer noch die Alternative von Tutorials anzugucken, die auch dieses Jahr folgen werden. Und ja, ich hoffe, dieses Jahr konzentriere ich mich mehr aufs Zeichnen, weniger so aufs Gaming und ja, und noch mehr auf meinen Anime-Kanal, denn Anime-Kanal ist der epischste Kanal nach dem Zeichnen-Kanal. Okay, die Communities sind vom Bein Oberhammer geil. Oberhammer Affengeil, ja, yeah, okay. Es ist spät, ich habe keine Ahnung, wann das Video kommt. Ich hoffe einfach mal nicht um 18 Uhr, es ist gerade 18 Uhr bei mir. Und ja, mir bleibt nichts mehr zu sagen. Ach, wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Ich sage einfach, haut rein, Leute. Und Mata, lasst eine positive Bewertung da. Und ciao. Und ciao. Und ciao.